Hast du vielleicht Lust, ein bisschen spazieren zu gehen oder so? Ja, ist doch voll schön. Gehen wir doch raus. Okay. Sag doch mal schneller jetzt. Ja, komm sofort. Das ist doch voll schön, oder? Lass uns doch auf irgendeine Wiese legen. Ja, gerne. Und da oben sieht uns keiner. Hä? Was hast du denn vor? Wirst du gleich sehen. Alles okay bei dir? Aber wenn du jetzt noch dreimal fragst, dann bin ich gleich wieder genervt. Das willst du doch nicht, oder? Jetzt komm. Siehst du, wenn du mir was bietest, dann kann ich dir auch was bieten. Jetzt entspann dich doch mal. Ist doch alles gut. Amanda spielt mit Paul. Und eigentlich weiß er das auch, aber er will es nicht wahrhaben. Er verdrängt lieber seine Probleme. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihn die Realität einholen wird. Also der Schlüssel ist nicht da. Ich habe alles abgesucht. Also das muss dieser Mitarbeiter von Ihnen gewesen sein. Ja, grundsätzlich hat ja mal jeder Zugang zu den Mänteln, oder? Wie läuft denn das? An unserer Garderobe kommen nur unsere Mitarbeiter dran und es ist eher unwahrscheinlich, dass es ein Fremder war. Also kommt in diesem Fall eigentlich nur der Mitarbeiter als Täter in Frage? Ja. Gut. Dann würden wir den Mitarbeiter gerne mal zu Hause aufsuchen. Ich hole Ihnen gerade die Anschrift. Vielen Dank. Schreibst du dir die Personalien von den Herrschaften mal auf, bitte? Und Sie haben wirklich nichts gesehen? Nein. Garantiert nicht. Können wir uns drauf verlassen. Das ist die Anschrift von dem Herrn Paul Eckhardt. Dankeschön. Bitte schön. Okay, wir suchen den Herrn einmal zu Hause auf. Ja. Schauen, ob er uns die Tür öffnet. Okay. Und dann melden wir uns nochmal bei Ihnen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ich danke Ihnen vielmals. Gute Entscheidung von Mareike, denn jemanden vor dem Zugriff durch die Polizei zu warnen, kann dazu führen, dass ein Täter weitere Straftaten begeht. Und dann kann durch so einen Anruf schnell mal die Grenze zur strafbaren Beihilfe überschritten werden. Das ist mir alles furchtbar unangenehm. Das wird sich bestimmt bald wieder klären. Das hoffe ich auch, ja. Es war ein sehr teurer Wagen. Also. Tut mir wirklich leid. Mhm. Ja, also ich bedanke mich erstmal bei Ihnen und... Auf Wiedersehen. Tschüss. Wie kann der Paul sowas machen? Das ist unglaublich. Ich verstehe das nicht. Wenn sich sowas rumspricht, das ist doch. Ich will jetzt einfach heim. Ich habe Hunger und muss aufs Klo. Und oder hast du zur Abwechslung mal Geld dabei und kannst mich schön zum Essen einladen? Nee, ich habe jetzt auch nichts mehr. Es war so klar, weißt du, ein fettes Auto, aber kein Cent Geld dabei. Wann checkst du endlich, dass ich was Besseres gewöhnt bin, hä? Ja, es tut mir ja leid. Ach, es tut dir schon wieder leid, das kannst du dir sonst wo hinstecken. Ja, ich will jetzt nach Hause. Jetzt habe ich gesagt, kommst jetzt bitte. Die Beziehung mit Amanda ist ein Teufelskreis. Amanda wird immer mehr fordern und Paul wird ihr nie gerecht werden. Er muss das endlich erkennen und die Sache beenden. Was machen wir hier bloß? Machen wir uns strafbar. Ich hab da echt ein mulmiges Gefühl bei. Ach, ich hab da gar kein schlechtes Gewissen dabei. Ja, irgendwo hattest du ja auch recht. Amanda ist echt nicht auszuhalten. Da blieb uns irgendwo dann auch nichts anderes übrig, oder? Nee. Ich meine, ich weiß, dass es nicht legal ist. Aber wenn sie mich dafür anzeigt, dann stehe ich dafür gerade. Ich meine, das Risiko, das ist es mir wirklich wert. Jana macht sich zwar nicht strafbar, aber sie riskiert, dass Amanda für teures Geld einen Schlüsselnotdienst bestellt und für teures Geld das Schloss austauschen lässt. Dafür können schnell mal mehrere hundert Euro anfallen und die müsste Jana ihr dann erstatten. Hä? Was soll das denn jetzt? Was zur Hölle? Warum sind da meine Klamotten drin? Das sind deine Sachen? Paul, mach irgendwas! Die haben meine Klamotten hier rausgestellt! Was soll ich denn machen? Was denn das? Den Rest kannst du abholen, wenn du dich beruhigt hast? Warte, du blöde Schlampe, Jana!
Du kannst das erleben. Oh Mann, das scheiß Schloss klemmt. Mach du mal. Geht's noch ein bisschen langsamer vielleicht? Hallo, brauchst du eine schriftliche Einladung? Kannst du mal die Tür aufmachen jetzt? Ich glaube, die hat die Schlösser ausgewechselt. Die hat was gemacht? Jana, du dumme Schlampe, mach die Tür auf, Mann! Jana! Was ist denn das für ein Lärm hier? Halt die Fresse, verpiss dich, es geht dich gar nichts an. Hey, beruhig dich, sonst hol ich die Polizei ran. Jana! Komm jetzt, wir müssen los, ich will keine Polizei. Ich will aber meine Wohnung, Mann, was ist denn das jetzt? Komm, der Schlüssel passt nicht, das bringt nichts. Beeil dich. Ja, dann können wir jetzt zu dir fahren, oder? Wir können nicht zu mir fahren. Ja, wo sollen wir denn sonst hinfahren? Wir könnten doch im Auto schlafen. Sag mal, bist du jetzt komplett bescheuert? Drehst jetzt durch, oder was? Nicht zu dir. Das sind deine Probleme. Und deine Probleme gehen mir gerade echt am Arsch vorbei. Ich schlafe doch nicht im Auto. Bist du komplett bescheuert, oder was? So. Und wenn du jetzt nicht losfährst, ja, dann fahr ich. Und ich habe keinen Führerschein. Ja, okay. Vielleicht war das doch keine schlechte Idee, hierher zu fahren. Ja, warum hast du dich denn so angestellt? Was ist denn jetzt los? Hallo, was ist denn? Herr Eckert? Paul Eckert? Ja, woher wissen Sie denn, wo ich wohne? Der Chef hat uns Ihre Adresse gegeben. Dieses Fahrzeug ist zur Fahndung ausgeschrieben. Herr Eckert, das können Sie sich doch denken, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst, du hast nicht wirklich das Auto geklaut, dummer Idiot! Ey, ruhig, wer hat dir denn eigentlich ins Gehirn geschissen, hä? Lass mich doch von dir nicht zu einer Kriminellen machen, Mann! Aua! Ich bin doch gar unschuldig an der ganzen Sache! Ich habe das doch nur für dich gemacht. Du wolltest das doch alles. Du wolltest ein fettes Auto. Weißt du was? Ich trenne mich von dir, du dummer Penner! Du kriegst doch gar nichts auf die Reihe! Wir folgen uns jetzt beide aufs Revier. Aua! Du kriegst doch gar nichts geschissen! Dummer Penner! Ich will dich nie wiedersehen, hast du gehört? Nie wieder! Aua! Amanda merkt immer noch nicht, was Paul alles für sie geopfert hat und welches Risiko er für sie eingegangen ist. Spätestens jetzt müsste Paul merken, dass Amanda ihn nie geliebt hat. Zum Glück ist kein weiterer Sachschaden entstanden. Aber wegen des Autodiebstahls wird Paul auf jeden Fall eine empfindliche Geldstrafe bekommen. Ich kann es echt nicht fassen, dass du die Schlösser einfach ausgetauscht hast. Was ist denn das für eine Aktion, bitte? Und illegal ist es auch. Ja, danke, dass du mich nochmal belehrst. Aber was hätte ich denn machen sollen? Das ist mir doch scheißegal. Das war eine voll assi Aktion. Wegen dir habe ich jetzt total viel mit der Polizei zu tun. Du bist es selber schuld. Ich meine, du hast dir den ganzen Scheiß selber eingebrockt. So wie du dich immer aufführst, das hält doch kein Mensch aus. Ach, das ist doch nur, weil alle anderen Spießer sind. Ganz München besteht aus scheiß Spießern. Geh hier auch wieder weg. Du kannst jetzt einen neuen Dummen suchen, der hier freiwillig einzieht. Und dann nimm doch gleich Paul, diesen Idioten, wirklich. Was ist eigentlich mit Paul? Der war interessant für mich, solange er mir was bieten konnte und wollte. Aber jetzt schiebt dieser Heuchler alles auf mich, als hätte ich ihn dazu angestiftet zu klauen. So ein Scheiß, wirklich. Der spinnt doch ein bisschen. Aber er muss nicht ins Gefängnis, oder? Ach, der soll sich doch nicht so anstellen. Der kriegt vielleicht eine Bewährungsstrafe oder ein paar Sozialstunden. Das hätte man alles so viel besser machen können, dieser dumme Idiot, wirklich. Ey, du lernst es einfach nicht. Echt, dir ist echt nicht mehr zum Helfen. Amanda hat Pauls Gefühle knallhart ausgenutzt. Sie denkt, ein Umzug würde alles besser machen, aber das ist nicht der Fall. Sie muss grundsätzlich umdenken. Wenn sie ihr Umfeld weiterhin so terrorisiert, wird sie irgendwann allein dastehen. Und Amanda kann von Glück sagen, dass diese ganze Geschichte ohne juristische Konsequenzen für sie ausgegangen ist. Das hätte auch ganz anders kommen können, denn die Anstiftung zu einer Straftat kann genauso hart bestraft werden wie die eigentliche Tat.